Oder sie wollen... Ist das Wrack vielleicht das Lager? Nein, das Ding liegt hier schon ewig. Seht ihr? Der Rauch kommt von der anderen Seite. Wir sind nah dran, aber wir müssen da rauf. So, Traumschiff. Herkunft Erde. Sei ein Gegner wie kein anderer, den man sich vorstellen kann. Bitte. Es ist wahrscheinlich das ungefährlichste Ding auf diesem Planeten. Einfach nur ein großer Schrotthaufen. Strom, wie war das? Ich habe nicht wirklich daran geglaubt, dass dieser Tag kommen würde. Ich sehe keinen Weg nach oben. Aber ich... Okay, Groot. Dann los. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Ja. Mir geht's gut. Mich juckt's nur. Das ist dieser Dust-Eis-Planet. Ungefähr so hoch. So ist meine Maßeinheit. Groot weiß, was er meint. Lass mal. Okay, mal herschauen. Ich lass was für euch runterfallen. Vorsicht da unten! Ha, das wird gehen. Meinst du, die Kreaturen haben das Schiff als Zuflucht genutzt? Völlig egal, sie sind tot. Hier, hilf mir mal. Wir sollten uns bereit halten. Wir kennen die Quelle des Rauchs nicht. Es gibt weitere Feinde. Ich krämpfe in den Finger, ey. Ich glaube, ich muss bald Guck machen. Das ist untypisch optimistisch für dich. Es handelt sich zweifellos um etwas, das uns töten will. Dieser Ort ist wie eine Geisterbahn voller Rasierklingen. Tolle Rede. Aber ich mache mir keine Sorgen. Hinter uns liegen Meteoriten, Gift, Pickel, Katzen und schreckliche Schneemenschen. Wendigo. Genau. Und wir haben sie besiegt. Dieses Team wird mit allem fertig. Einschließlich Fintech-Tu. Genau, das heißt nein, weil wir ihn nicht töten werden. Was immer das ist, es riecht... Leichen. Es riecht nach Leichen. Meine Güte. War das alles Fu? Ganz ohne Zweifel. Mehrzweckzelt, das sich selbst aufbaut und Extremwetterbedingungen standhält. Macht ja nichts. Was haben wir da hinten? Kommen wir noch nicht hin. Vor uns. Sieht aus wie eine Überlebende. Wer ist da? Kein Kopf, Sisi. Kein Kopf. Ich nehme an, die widerliche Kugel ist ihr Kopf. Und ich kann euch damit hören. Bist du die einzige Überlebende? Offensichtlich nicht. Wer seid ihr, Fleischsäcke? Wir sind wegen Foam hier. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin die einzige Überlebende, oder werde es sein? Ich nehme an, du weißt, wo wir ihn finden können? Na klar, er frisst gerade meine Männer an seinem Schlafplatz. Der große Eisobelisk, der aus dem gefrorenen Meer des Kraterkessels ragt. Keine Sorge, wir kümmern uns um Foam. Natürlich, Terraner. Und wieder einer entfollowed. Aber bloß nicht hierher, das sind schon vier. Seit dem Stream. Ich muss noch zusammenpacken. Ich muss sie mal auslesen. Kriegst du das alles hin? Ich brauche dein Mitleid nicht, Terraner. Ich fliege zurück nach Contraxia und lecke meine Wunden. Oh, hey, überleg dir das besser. Contraxia ist im Moment nicht gerade sicher. War es das jemals? Im Ernst. Vielleicht solltest du einfach mit uns kommen. Es war heute schon peinlich genug, auch ohne die Hilfe eines Fremden. Ich mich selbst aufpassen. Okay, aber wenn du von einem Versprechen oder der Matriarchin hörst, bleib auf Abstand. Ich versuch's mir zu merken. T-
Tut mir leid um deine Männer. Tote kriegen keine Gehaltschecks. Übrigens, bist du die Tochter des wahnsinnigen Titanen? Und wenn doch? Ganz ruhig, ich will keinen Ärger. Früher hätte ich dich wegen des Kopfgelds ausgeliefert. Früher einmal hätte ich dich deswegen getötet. Ha, ja, anscheinend haben wir im Moment größere Probleme. Anscheinend. Versteh mich bitte nicht falsch, aber... Wo hast du denn weg? Ach da. Ich habe mich nicht versteckt, falls du das meinst. Meine ich nicht? Ich habe Vorräte von unserem Schiff geholt. Als ich zurückkam, fraß Fum gerade den letzten meiner Männer und... Wo ist noch was? Wenigstens musst du nicht mehr viel zusammen. Ja, immerhin etwas. Hier. So. Gucken wir mal an der Werkbank. Oder wolltest du reden oder was? Großes Eisding auf gefrorenem Meer, was? Ich bin gut. Du sagst es, Kumpel. Das ist ein weiter Weg nach unten. Der Finder darf's behalten. Ey, greift dir bloß nichts Wertvolles, kleines Wiesel. Hat einer von euch Leichen was dagegen, wenn ich mich bediene? Nein? Danke. So was sollte man doch benutzen, oder? Die brauchen sie nicht mehr. Ausweichen. Oh, nur noch die beiden Sachen. Cool. Tada! Tada! 40 fehlen noch. Und dann sind wir voll aufgelevelt. Spurte mit B auf einen Gegner zu. Brücke bei Feindkontakt X. Falls der Angriff den Gegner ausschaltet, erhältst du zusätzliche Gesundheitsdrops. Okay. Noch ein Leerzeichen? Es ist unmarkiert. Zweifellos gehörte es einer dieser Leichen. Sie hatten wohl nie die Chance, es aufzustellen. Ich habe es für uns requiriert, um von unserer heutigen Tapferkeit zu kühlen. Es wird unseren Triumph oder unseren glorreichen Untergang markieren. Fum ist schlimm genug, aber er ist nichts im Vergleich zu dem Kampf, der uns danach erwartet. Dann markiert es unseren vorletzten Triumph. Ein Triumph nach dem anderen. Okay, Leute, gehen wir auf Drachenfang. Ja, wir nähern uns stetig unserem großen Schicksal. Du bist ziemlich aufgekratzt. Immerhin hat Fum das Lager vernichtet, als wär's nichts. Wir sind nicht nichts. Ich seh's wie Drax. Kein Berg zu hoch, kein Tal zu tief. In diesem Fall sogar buchstäblich. Kein Auftrag zu groß, keine Pfote zu klein. Durchgekommen. Den Weg nach unten geklärt. Ich will gar nicht daran denken, wie wir da wieder raufkommen. Oder wie wir Fum darauf kriegen. Seht's mal positiv. Vielleicht sind wir dann ja tot. Unsinn, wir werden... Leute, passt auf. Wir werden auf einem Drachen reiten. Reiten. Auf Fum. Mein fünfjähriges Ich wäre jetzt unendlich neidisch. Du glaubst, Fum lässt uns auf sich reiten, nachdem wir ihm den Arsch versohlt haben? Du verzettelst dich in Details.
Wir könnten Drachenreiter werden. Drachenreiter! Ein Outfit. Ja, hol doch. Wirklich schade, dass in dem Lager nichts Nützliches rumlag, zum Beispiel eine Dose Anti-Foom-Spray oder ein Exemplar von Kampf gegen Feng Foom Band 3, Technik und Strategie des Drachentötens. Geht doch doch hoch. Geschrieben? Ha, nein, ich habe hier einen Buch ausgedacht, dessen ungewöhnlich wortreicher Titel Unbeschwertheit auslösen sollte. Voll unbeschwert, Rex. Danke. Oh. Jedi Meister. Outfits. Jo, warum nicht? Scheint ja kalt zu sein auf dem Planeten. Immer noch die Milano flicken. Die schafft das schon. Ich habe die Unterseite nach Segnaf Quill sicher gemacht. Er hat... Ich hätte nicht gedacht, dass es noch kälter werden kann. An Tagen wie diesen bin ich froh, dass ich auf der Milano eine Sitzheizung eingebaut habe. Da vorn, da ist unser Eisobelisk. Das muss das gefrorene Meer sein. Hier ist der perfekte Ort. Hier werden wir die große Bestie herausfordern. Komm und begegne deinem Tod! Was machst du da? Wir können ihn nicht überraschen, wenn er weiß, dass wir da sind. Außerdem töten wir ihn nicht. Schon vergessen? Ruft mit! Hier beweisen wir unsere Standhaftigkeit! Fin Feng Foom! Dein Ende rückt näher! Nein, nicht sein Ende! Dieser Quill, los! Fin Feng Foom! Zeit für ein Nickerchen! Rocket, du bist dran! Hat er meinen richtigen Namen gesagt? Rocket! Fin Feng Foom! Wir werden dir deine verflachten Mistzapfähne zusammenschützen! Hörst du mich? Er hört dich! Du schuppiger Riesengottalsplodian! Du fessider Klumpen Satakia Strauchfleisch! Du machst uns keine Angst! Fühlt sich gut an, oder nicht? Ja! Ja! Tut es tatsächlich! Und jetzt ziehen wir uns aus! Nein, das tun wir nicht! Mach dich bereit, Fin Feng Foom, deine letzten Augenblicke nahen. Nicht die letzten. Einfangen. Lebend. Das hab ich gemeint. Seine letzten Augenblicke vor der Gefangenschaft. Sollen wir ihm seine Messer abnehmen? Nur zur Sicherheit? Das sind eigentlich schöne Ecken, um was zu verstecken, ne? Aber irgendwie... Einfach hier durch. Macht euch auf alles gefasst. Das ist rein technisch unmöglich. Noch eine letzte Foom-Geschichte, Drax? Man munkelt, die große Bestie habe nur eine Schwäche. Und das sagst du uns jetzt? Es heißt, Fin Feng Foom sei machtlos gegen die Freundschaft von 5000 Kriegern. Oh, er spricht von uns. Natürlich nicht. Es geht um eine Jägergruppe von Sakara. Oh. Sakara? Das Ding bekannt vor. Ist das der Tag, an dem die Erde stillstand? Und wo ist er jetzt? Vielleicht hat er Angst vor uns. Unmöglich. Foom wurde furchtlos geboren. Das weißt du doch nicht. Im kalten Herzen eines sterbenden Sterns. Sterbende Sterne sind nicht kalt. Der schon. Meint ihr, sein Bau ist dahinter? Finden wir es raus. Tatsächlich ein Drache.
Sieht nach Spaß aus. Da muss ich erstmal die Kippe ausmachen. Was macht er jetzt denn? Oh, scheiße. Lauf. Gute Idee. Muskelpaket. Schießen? Hallo? Schießen? Ich glaube, ihr beide könnt den Felsen direkt ins Fußgesicht zurückschleudern. Oh Gott. Oh Gott. Was jetzt, Peter? Oh, wow. Ja, der schießt aber nicht. Ich kann nicht schießen. Warum kann ich nicht schießen? Boah, was denn jetzt passiert? Ich kann nicht schießen. Musik. Musik. Was für ein Haufen Loser. Das Ding gewinne ich und Groot im Schlaf. Thanos hat bei sowas die Zeit gestoppt, um es interessanter zu machen. Nichts kann mit diesen Klicken mithalten, Peter Quill. Okay, hört zu. Das ist nicht unser erstes Rodeo, Leute. Das Problem ist, wenn wir übermütig werden, kostet uns ein kleiner Fehler den Sieg. Wir gehen jetzt raus, konzentrieren uns voll auf den Kampf und bringen sie zum Schreien! Wer ist dabei? Weise Worte, Peter Quill! Ich kann kaum erwarten, sie zu erledigen! Das Rick ist hier schon wieder. Redet er mit uns oder mit Boom? Lasst uns nicht verbrennen! Oh! Er holt Feuer! Achtung, er holt aus! Wieso gehen die anderen nicht? Auf die Weg, Rocket! Irgendwelche letzten Worte! Lass dir einfach nicht die Kette wegbrennen! Ich könnte hier mal scannen, ne? Zerstörung der Eispanzerung hat Vorrang. Vorsicht vor Klauenhieben. Plasma überaus effektiv gegen Eis. Kann im Moment der Verwundbarkeit gebunden werden. Okay. Ich kann nicht glauben, dass wir mit dem Drachen kämpfen. Eine
Taxi hoch, Rocket! Wow, wow, wow. Schnell, bevor Fulvis durchschaut. Nice. Mit dem. Oh, oh, oh. Hoffentlich sind wir dann wollte ich gar nicht. Hoffentlich, denn wir brauchen einen Gefallen von ihr. Schlag sie zusammen. So. Du bemühst dich vergessen. Du. Und du? Diesen hier. Kann ich glauben, dass wir mit dem Drachen kämpfen? Eine wahrhaft bedeutende Schlacht. Oh, war knapp. Lady Hellbender. Niemand entkommt meinem Zorn!
Monsterkönigin von Zeknaf 9, du wolltest ihn anhören. Du hast es versprochen. Dann sprich. Hoffentlich ist das die, in der du das Richtige sagst. Wir haben es verbockt. Haben dich betrogen, haben dich beraubt, haben dein Baby auf dem Gewissen. Das können wir nicht mehr ungeschehen machen. Aber wir bringen's wieder in Ordnung. Quill. Du Mensch hast ihn getötet, den Drachenfürst von Kakarantara? Nein! Nicht! Das ist neu. Endlich hat das Schicksal uns beide zusammengeführt. Lord Fu. Die letzte Ernte beginnt. Tote Welten, deren Schreie den Weltraum durcheilen. Wir müssen gehen. Sofort. Jemand muss sich der Kirche entgegenstellen. Aber allein schaffen wir es nicht. Du bezahlst eine Schuld und erschaffst dir eine neue? Nein, obwohl ich natürlich verstehen kann... Ich sammle meine Streitkräfte. Also dann, Abflug! Gut. Die Armee brauchen wir. Oh oh. Ja, die edle Lady Hellbender kämpft heute an unserer Seite, nachdem wir Fum besiegt haben. Fum den Unbesiegbaren. Klingt, als würde Drax größter Traum in Erfüllung gehen. Wir begegnen unserem Schicksal, Freunde. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Heimlich, oder? Klare Sache. Und außerdem haben wir Mantis wieder. Allerdings haben wir Warlock verloren. Und nur er kann den Magus exorzieren, wenn wir das Ritual gestoppt haben. Holen wir ihn raus aus dem Sektenknast. Im Ausbrechen kennen wir uns doch alle aus. Ich bin gut. Hat er noch den Tracker? Oh ja, das Ding kriegt er nicht so schnell wieder ab. Gut, wir müssen nur rechtzeitig da sein und hoffen, dass Lady Hellbender es auch ist. Wird sie, da bin ich ganz gewiss. Klar. Packt euren Kram, Leute, macht alles einsatzbereit. Geht nochmal Pipi, wenn ihr müsst, wir machen keine Pause mehr. Hey, Quill. Leih mir mal deine Musik. Oh. Wieso? Ich muss mich konzentrieren. Komm schon. Lass ihn nicht fallen. Mantis, was ist auf Lamentis passiert, nachdem wir weg waren?
Als wir dich zum letzten Mal gesehen haben, war die Lage prekär. Das ist eine lange Geschichte. Wir reden darüber, wenn du auf der Toilette warst, wie Startup gesagt hat. Ich muss aber nicht. Gut, aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn der Kirchenoper dich Glaubenscrunches machen lässt. Moment, Raker wird was tun? Kommt drauf an, aber irgendwann sagt jemand meinen Namen und dann ist da was mit Pipi. Toll, das wollte ich gar nicht wissen. Ich bin gut. Ach ja, kleiner Strobi, das Pipi könnte von dir sein. Nein. Ihr überwässert, Sir Groot. Ich bin Groot. Ja, lass ihn in Ruhe. Ich bastel, wenn ich gestresst bin. Da ist das Ding. Wenn ich gestresst bin, konzentriere ich mich. Lass uns mal erklären, was das für eine Klinge ist. Drax! Hey, ich wollte nur mal... Du musst dich nicht erklären, Peter Quill. Im Unterschied zum Nager stört es mich nicht, wenn meine Sachen jemanden interessieren. Ach, das ist eine echt coole Klinge. Mit einer beeindruckenden Geschichte. Du erkennst sie? Sie gehörte Xatar dem Unvollendeten. Der Ketefianische König leitete die erste Pilgerreise nach Maklufir. Moment mal. Das heißt also, es ist praktisch Excalibur? Eine Waffe dieses Namens kenne ich nicht. Ein legendäres Schwert eines berühmten Erdenkönigs. Ja, dann könnte man sagen, es ist das Excalibur meines Volkes. Symbol der großen Jagd, zu der er jene lud, die ihren Platten Ultaf zurückhaben wollten. Okay, dann ist dieses große Jagdding wohl wichtiger, als ich gedacht habe. Haben wir sie ihn jetzt allen versaut, weil wir Fin Fang Foom gefangen haben? Wie meinst du das? Ich meine, der Zweck ist doch wohl, wieder in den Ketefianischen Himmel zu können. Und jetzt gibt es keinen Fu mehr, der euch, naja, hinschicken kann. Na, no, Peter Quill. Viele Wege führen nach Utaf. Die Pilgerreise nach Maklufir ist nur einer davon. Genau. Als Thanos meine Familie ermordete und mein Dorf zerstörte, wählte ich zweimal den Weg der Rache. Erst stellte ich eine kleine Armee ketefianischer Krieger zusammen. Obwohl in der Unterzahl kämpften wir uns durch die Chitauri-Linien und forderten Thanos selbst heraus. Moment. Keterf? Du bist im Galaktischen Krieg zweimal auf Thanos getroffen? Ja. Aber beim ersten Mal war ich nicht stark genug. Stark genug, um zu überleben? Thanos ließ mich und einige andere am Leben. Als ein Exempel. Besiegt und erniedrigt, entschlossen sich die Überlebenden meines Trupps zur Pilgerreise nach Maklufir. Aber ich konnte nicht. Ich beschritt weiterhin den Weg der Rache. Bis du mir halfst, die Geister von Howard und Cameria zur Ruhe zu betten. Ehrlich gesagt, hatte ich eine Menge Hilfe. Du hast mir einen neuen Lebenssinn aufgezeigt, Peter Quill. So wie es aussieht, lag mein Schicksal wohl doch nicht in den Bergen von Kakarantara, sondern hier, auf diesem Schiff. Bei euch. Ist dieser Zetar einer eurer Helden? König Xatar. Und ja, ist er. Jeder Krieger kennt die Geschichte seiner Pilgerreise nach Maklufir. Und warum heißt der Zetar der Unvollendete? Laut der Geschichte meines Volkes griff ein anderer König Xatars Land an und besiegte seine Truppen. Gefangen und erniedrigt forderte Xatar den anderen König zu einem Kampf heraus. Aber dieser weigerte sich und verbannte ihn stattdessen zu einem Leben in Schande. König Xatar zog nach Maklufir, um Fin Fang Foom herauszufordern und sein Schicksal zu wenden. Also das ist deprimierend. Wieso ist das deprimierend? Weil er offensichtlich gescheitert ist. Fin Fang Foom ist gesund und munter, mehr oder weniger. Er ist nicht gescheitert, Peter Quill. König Xatar hat Fin Fang Foom nicht vernichtet. Aber er hat dafür seine Ehre wiederhergestellt. Durch seinen Tod? Happy End geht aber anders. Weil er nie aufgegeben hat. Ein Krieger stirbt erst, wenn er aufhört zu leben. König Xatar hat bewiesen, dass wir die Geschichten über unser Leben selbst formen.
und was wir darin sind. Er hätte als Feigling sterben können, ohne Platz in Ultath. Oder er tat, wovon ich und viele meines Volkes überzeugt sind. Er änderte das Ende seiner Geschichte. Jedenfalls bin ich froh, dass du bei uns bist. Ich weiß zwar nicht, wo unser Weg uns noch hinführt, aber ich hoffe, es ist was mit viel Geld und Luxus. Ich hege keinerlei Zweifel, Peter Quill, an unserem angemessenen Erfolg. Angemessen klingt gut. Okay. Möchtest du Nahkampftechniken trainieren? Es ist immer noch seltsam, wenn du meinen richtigen Namen sagst. Ich gewöhne mich. Wir haben es weit gebracht, seit mörderische Zauberin. So hast du mich doch genannt bei meiner ersten Mission mit dem Team. Richtig, ich dachte, du hättest Peter Quill verhext. Mantis! Ich habe unglaublich viele Fragen. Ich weiß und ich habe so viele Antworten. Zum Beispiel, übernimmt die Produktion? Oder, das ist bloß ein Ausschlag? Oder, ja, das ist glutenfrei. Das waren jetzt nicht gerade die Antworten, auf die ich scharf war, aber vielleicht waren auch die Fragen schwach. Welche Fragen? Wie war's auf Lamentis, nachdem wir weg sind? Du hast gesagt, einige würden überleben, aber das klingt jetzt nicht so toll für die anderen. Viele der Alten sind gestorben. Sie haben sich nicht widersetzt, aber auch das Versprechen nicht angenommen. Es ist gegen ihre Natur. Tut mir leid. Muss es nicht. Das hat mir und den Kotat die Zeit verschafft, die meisten anderen zu verstecken. Sie kommt zurück, wenn die Galaxie gerettet ist. Ach, du konntest sie in den Höhlen verstecken. Ich hoffe, du hast sie vor dem Nebel gewarnt. Wie hast du Lady Hellbender zu einem Treffen auf Maklu 4 überredet? Du warst nicht mal da, als wir beschlossen haben, hinzufliegen. Sie zu überreden, euch zu verfolgen, war kein Problem. Aber dazu, dir zuzuhören, das war hart. Ich musste gruselig und mystisch werden und ihr Angst damit machen, was anderenfalls passieren würde. Du hast ihr vom Ende des Universums erzählt? Und sie hat dir geglaubt? Oh nein, zuerst nicht. Aber als ich vom Tod ihrer wertvollen Monster anfing, dann aber schon. Sie konnte ja bei ihren Babys kein Risiko eingehen. Ich bin froh, dass du bei uns bist. Oh, schön. Du bist nicht immer froh. Warum nicht? Ab und zu bin ich deine Ex-Frau. Was? Ich glaube, sie verscheißert dich, Quill. Das passiert nur ein einziges Mal, aber das ist so lustig. Okay. Oh, sie bedankt sich, weil ihr Aiden Warlock losgeworden seid. Anscheinend mag sie mich mehr. Adam Warlock? Ja, genau. Sie denkt in Blöken. Schwer zu übersetzen. Nein, nein, nein. Nicht so. Was ist denn? Dein Angriffswinkel war falsch. Du musst von innen nach außen schlagen, zumal Rakers Körperrüstung Faltung nach innen hat. Hey, Rocket. Arbeitest du an was? Ich arbeite immer an was. Du hörst dir nicht meine Songs an? Nein, du hast die Musik angemacht. Kann ich dann meinen Player wieder haben? Warum? Es läuft doch schon Musik. Genau. Also brauchst du den Player nicht mehr, um dich zu konzentrieren. Du könntest sie ausschalten. Ja, aber... Welchen Teil von ich muss mich konzentrieren hast du nicht verstanden? Worauf musst du dich denn da so konzentrieren? Auf etwas, das uns vielleicht durch diese Armada um die Sacrosanct bringt. Nur falls die Schädelgräfin nicht rechtzeitig auftaucht. Oh, und was wäre? Wart's ab. Kriege ich dafür eine Gehaltserhöhung? So. Achso, ne. Du bist heiß. Fehlen immer noch 40. Gut. Ihr seid schön am Kämpfen. Peter Quill, Lust auf ein Sparring? Diese Moves werden Lady Hellbender bestimmt beeindrucken. Ich muss sie nicht beeindrucken. Der Sieg über Fin Fang Foom ist Beweis genug für meine Befähigung im Kampf. Ja, stimmt wohl. Ich bin nicht sicher, ob Lady Hellbender wirklich davon beeindruckt war, wie wir diesen Kampf geführt haben. Immerhin haben wir den Drachen versehentlich getötet, bevor Groot ihn wiederbelebt hat. Wärst du nicht von einem Mann beeindruckt, der einen Drachen schlägt? Nur wenn er es ohne meine Hilfe schafft. Diesmal wird Raker untergehen, Gamora. Versprochen. Und ich verspreche dir, dass ich Niki da raushole, was es auch kostet. Wir werden sie rausholen. Gemeinsam. Gemeinsam.
Okay. Dann gehen wir mal weiter. Also halbe Stunde mache ich aus, ne? Dann haben wir 8 Stunden voll. Ich glaube, das reicht. Nein, streich das. Die Wächter der Galaxie sind nahe. Ich muss gleich kotzen. Tun nämlich alle Knochen weh. Ich muss mich hinlegen, strecken, joggen. Aber das wird nicht passieren. Nicht heute. Da wären wir wieder. Kapitel 14. Eieieiei. So kurz vor Ende. Täusche ich mich oder ist die Flotte jetzt doppelt so groß? Du täuschst dich. Mindestens 3-mal so groß. Die größte, die ich je gesehen habe. Und jetzt? Lichter aus, Triebwerke aus und warten, dass Lady Hellbender auftaucht. Whee! Ist denn sicher, dass sie kommt? Sie ist eine Frau von Ehre. Eine Königin. Sie muss nur ihre Truppen sammeln. Und wie lange braucht sie dafür? So lange. Ich mache es mal ein bisschen gemütlich. Nein. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Wir müssen die Galaxie retten und Nikki. So oder so, wir müssen da rein und dieses Ritual unterbinden. Mit dieser Flotte nehmen wir es allein nicht auf. Kleiner Struppi! Rocket! Verdammt, was machst du da, Mann? Wir müssen in Xamprosec dieses Ritual aufmischen, habe ich recht? Klar ist, dass wir hier draußen draufgehen würden. Also sorge ich für eine lautstarke Ablenkung. Mein Walkman! Genau, der bläst denen jetzt leicht eine komische Musik überall um die Ohren und werden die suchen, wo das Gedudel herkommt. Schlittern wir ohne Triebwerke lautlos vorbei und gehen an Bord der Sacrosanct. Clever! Echt jetzt? Meinetwegen. Aber wenn wir gewonnen haben, holst du ihn mir wieder. Und jetzt komm rein! Okay, suchen wir uns einen Parkplatz. Ha, diese Idioten, unser Täuschungsmanöver funktioniert. Tu doch nicht so überrascht. Wir werden meine Musik zurückholen, sobald es hier alles vorbei ist. Sorry, Quill. Sie werden sie wahrscheinlich in Stücke schießen, wenn sie sie gefunden haben. Dann sollten wir dafür sorgen, dass dieses Opfer sich lohnt. Könnten wir es bitte anders nennen? Wo muss ich denn andocken? Flüstern wir überhaupt? Ich bin gut. Ich weiß, dass sie da draußen sind, aber sie hören uns nicht durch den Schiffsrumpf. Trotzdem flüsterst du noch. Weil ich nicht sein will, der die verflagte Schuld hat, wenn sie es doch hören. Aber sie können nicht. Klar, wenn sie es hören können. Das Atem. Wow! Ja! Lady Hellbender ist eingetroffen! Wächter der Galaxie, kommt raus aus eurem Versteck! Die Monsterlords von Sacnaf 9 dürsten nach Krieg! Wir verstecken uns nicht! Wir schleichen! Weil wir lebend an Bord der Sacrosanct kommen müssen! Dann werden wir hier draußen so viele abschlachten, wie wir können, während ihr euch hineinkämpft! Fresst, meine Kinder! Brecht ihre kläglichen Panzer auf und ergötzt euch an dem süßen, weichen Fleisch darin! Das ist so Metal!
Okay, Leute. Nutzen wir den Blutrausch der netten Lady für unsere Zwecke. Doch knacken wir die Zeit. Im Landebuch ist unser Weg weiter, aber bis dahin liegt noch jede Menge Schmerz. Vielleicht können wir uns reinsprengen. Riskant. Okay, Leute. Nutzen wir den Blutrausch der netten Lady für unsere Zwecke. Doch knacken wir die Zeit. Die Landebucht ist unser Weg, aber bis dahin liegt noch jede Menge Schmerz vor uns. Vielleicht können wir uns reinsprengen. Es kann. Wenn du uns umbringst, Quill, dann bring ich dich um. Oh, shit. Das finde ich so einfach aus. Okay, Leute. Nutzen wir den Blutrausch der netten Lady für unsere Zwecke. Los, knacken wir die Zeit. Die Landebucht ist unser Weg rein, aber bis dahin liegt noch jede Menge Schmerz vor uns. Vielleicht können wir uns reinsprengen. Das kann. Wir gehen unter den Schuss. Ja, sind schnell. Ich hab den Typen erwischt. Zu hart. Jetzt könnten wir ein paar dieser schicken Moves gebrauchen, Will. Wieder? Die Rettertreffer. Das nenne ich einen ordentlichen Kampf. Oh. Lass dich nicht treffen, Quill! Ich versuch's ja, verdammt! Das ist verrückt! Lass dich nicht mehr treffen, dann gibt's auch keinen Schaden! Hilfreich, danke! Raumschiffe, Monster! Das Schicksal der gesamten Mist! Das sind echt viele Geschütze! Entweder erledigen oder umgehen, aber wir müssen da durch! Ich bin eine Schlachtgitter, Quill! Zwing uns rein! Ja, unfair! Gut. Was habt ihr denn für Klamotten an? Mantis, sicher, dass du sie fliegen kannst? Ja, manchmal. Moment, vielleicht solltest du... zu den Waffen der Feindreier. Oha. Das wird übel, übel. Na, endlich. Wenn du stirbst, während diese Fähigkeit verfügbar ist, lebt Groot dich wieder. Rocket, ein Zeichen von Warlock? Ja, mein Tracker zeigt Goldarsch in der zentralen Felsformation an. Wir müssen raus aus diesem Hangar. Sag das Ding! Okay, pass auf! Ah. Die Kirche hat gefühlt 8 Armeen Blasterfutter. Ich wette, ich erledige mehr als du. Und wir müssen wirklich an ihrer Gastfreundschaft arbeiten. Letztes Mal hatten wir einen sehr schönen Empfang. Ja, gut. Ich bin sicher, sie wissen genau, warum wir hier sind. Ihr habt's gehört. Immer drauf, bis sie platzen und knacken. Ich hab die Bedrohung nicht richtig. Kehr zurück ins Gefecht. Das wär's fast gewesen. Danke, Drax! Keine Ahnung, ob sie Schmerzen spüren, aber ich weiß, wann sie sich tot anfühlen. Es ist so lange her, dass ich was gesprengt habe. Natürlich glaube ich an unseren Sieg. Wir sind doch die Letzter, oder nicht? Sollte alles okay sein. So viele Spieler ja. Zum Hochjagen. Ich wette, ich erledige mehr als du. Du bist gerade zu schätzen, Peter Quill. Spar dir deine letzten Worte für später, Quill. Was würde ich nur ohne dich machen, Rocket? Quill, willst du ein Feuerwerk sehen? Diese Glaubenskisten sind instabil! Vielleicht sollten wir uns da nicht neben sie stellen! Verschwinden wir von hier! Wie nah sind wir dran? Überhaupt nicht! Deshalb müssen wir in Bewegung bleiben!
Ja, wo müssen wir denn hin? Wenigstens haben sie uns den Aufzug gebracht. Okay, da müssen wir hin. Zeigt uns einer von euch Starkern, wo die Ritualkammer ist? Ja, damit wir sie stören! Du darfst. Sieht aus, als würde der Engel den Massenselbstmord verpassen. So bringt man sie auf in die Kirche. Der nächste Kirche wird später auf die Sache echt konzentriert. Der Schamane muss sofort erledigt werden. Das Konzert war ein ziemliches Spektakel. Ich wünschte, Boom hätte meine Songs nicht zerkauft. Zeig's ihn! Ich komm kaum durch meine Panzerung! Deine Werbe zu unterbrach! Diese Glaubenskämpfe sind instabil! Wir sollten das zu unserem Vorteil nutzen! Wir sehen da doch eine unnatürliche Stärke! Dabei willst du nicht im Weg stehen! Dieser Priester pumpt Glauben in die anderen! Das ist nicht wieder! Der Hexendoktor verstärkt unsere Herausforderung im Kampf! Die Mondkuppel muss weg! Oh. Was muss weg? Dass sie von überall angegriffen werden können. Hört auf, Groot! Kommt rein hier! Denkst du, wir haben in einer der anderen Zeitlinien das Versprechen Wie können wir sicher sein, dass sie Warlock nicht kontaktiert haben? Es würde erklären, warum sie ihn gefangen genommen und nicht einfach getötet haben. Und es wird jede Menge Glaubensmist in diesen Ort geblasen. Er hätte uns fast alle fertig gemacht, als er traurig war. Wenn sie ihn umgedreht haben, dringen wir auch in seinen Geist ein und reparieren ihn. Also ich spring nicht in das Versprechen dieses Freaks. Stellt euch das mal vor. Spiegel, soweit das Auge reicht. Kämme ohne Ende und billige Haarpflegeprodukte. Du benutzt auch Haarpflegeprodukte. Ich sagte billige. Eine große Auswahl luxuriöser Öle und parfümierter Öle. Mantis, nicht trudeln! Warum trudelt sie? Kümmert euch nicht darum, wie ich fliege! Schießt lieber ordentlich! Ihr lernt bald neue Leute kennen! Die sind schon da, Mantis! Oh, grüßt sie von mir! Himmlische Madonna des Brüder! Ja, wenigstens hat Mantis die Milano nicht geschrottet! Die Insektenhexe wird sich als fähige Pilotin entpuppen! Ich mach einen Prozess mit diesen irren Kultisten! Macht es Spaß, wenn die Schwachen die Opfer sind! Ohne jede Furcht, sie sind dem Versprechen komplett erlegen! Und wo sie herkommen, gibt's noch Millionen mehr! Hoffentlich können Mantis und Lady Hellbender die meisten draußen beschäftigen! Die Tür ist verflockt! Mist! Wir müssen diesen Weg nehmen! Versuch mal, sie zu überladen! Achso, da. Ich bin Groot. Wir werden beobachtet. Sag Hallo zu den Kirchenkameraden. Oder? Ich bin Groot. Ich hoffe, ein paar von denen verstehen Groot, denn das ist mein Zahnstück. Oder? Schießen. Sind sie immer noch wütend auf uns? Okay. Tut uns leid, dass wir beim letzten Mal so viel Unordnung gemacht haben. Tut es nicht! Ah. Ja, sie hoch! Ich würde gern wissen, wie sie so viele Uniformen in so kurzer Zeit anfertigen konnten. Stimmt! Hat die Kirche einen offiziellen Schneider? Davor hat der Glaube sie nicht geschützt. Ist das eine sogenannte spirituelle Erfahrung? Box dich um. Ja, warte mal. Überleg nur, was für ein Chaos Lady Hellbender jetzt veranstaltet. Tom hat mittlerweile wahrscheinlich die halbe Armada zerlegt. Das war eine durchaus kontrollierte Rolle. Für die Käferlady meine ich. Wenn wir siegen, haben wir das erste Wahlrecht beim Werbungsgut, oder? Das sieht Lady Hellbender möglicherweise anders. Wir haben wieder Unordnung gemacht. Moin, Exatrum. Groot hat Na, recht. Wie war dein Tag? Was hast du getrieben? Großer Kult, die haben bestimmt Hausmeister.
Schön gearbeitet bei der Hitze. Ich würde gern das entsetzte Gesicht unserer Feinde sehen, wenn Fin Feng Foom anfliegt, um sie zu verschlingen. Wahrscheinlich haben wir genauso ausgesehen. Unsinn, wir haben die ganze Zeit über gelächelt. Schade. Nein, nur du. Ja, meine auch. 7 Stunden 40 Minuten am Stream. Jetzt tun mir alle Knochen weh, das ist echt. Das ist anstrengend. Bin zu alt für so einen Scheiß. So gut, da kommt die Putzkolonne. Der Dreck ist da hinten. Ah, ist auch gestreamt. Was gab's bei dir? Seid ihr die Sack und Verwohnung ist? Das sind Idioten, die nur an das Versprechen denken. Ich würde gern wissen, wie sie so viele Uniformen in so kurzer Zeit anfertigen konnten. Der Stoff bremst ihr Potenzial. Ah, Dead by Daylight, ein Fallgeist. Ich muss sagen, Dead by Daylight reizt mich ja auch, ne? Ich hab das schon eine Weile, aber noch nie gestartet. Aber jetzt habe ich so viel beim Dave zugeguckt. Ich glaube, das macht Spaß. Ist das eine sogenannte spirituelle Erfahrung? Ein Fall Guys habe ich jetzt auch 3-4 Mal gezockt. Ist lustig. Gefällt mir. Ja. Überleg nur, was für ein Chaos die Hellwende jetzt veranstaltet. Du hast mittlerweile wahrscheinlich die halbe Armada zerlegt. Wenigstens hat Mantis die Milano nicht geschrottet. Sie ist eine wirklich erfahrene Pilotin. Ich bin Groot. Bam. Ja, sieht fantastisch aus. Ich bin Groot. Das war doch ein Mortal Kombat Move. Von Kano. Sie werden mit allem angreifen, was sie haben. Wir weichen aus.